Also, mein Name ist Timo Seber und ich wohne in Berlin und ich bin gerade Stipendiat hier in der Villa Kamogawa und ich bin Künstler, mache vor allem Installationen, arbeite konzeptuell und ja, mache jetzt hier in Kyoto ein Projekt mit Keramik. Also ich habe mich in meinen Arbeiten für das sogenannte Aquascaping, also die vollbepflanzten Aquarien interessiert, die in Japan entwickelt worden sind, die kleine Ökosysteme nachbauen. Und der Erfinder dieses Aquascapings, Takashi Amano, hat seine Firma in Niigata gegründet. Dort bin ich hingefahren und habe mir die Galerie des Firmensitzes angeguckt. Außerdem war ich in Okinawa. In Okinawa steht das mittlerweile zweitgrößte Aquarium der Welt. Außerdem war ich in Okinawa tauchen und habe die Unterwasserwelt außerhalb des Aquariums gesehen. Für mein Projekt hier in Japan habe ich mich besonders für japanische Kondome interessiert, die ich hier gefunden habe, die im Gegensatz zu den Kondomen, die man in Deutschland kaufen kann, entscheidend dünner sind. Also hier man sieht immer die Wandstärke der Kondome, 0,03 mm oder 0,02 mm, sehr viel dünner als menschliche Haare. Und so dünne Kondome sind in der EU gar nicht erhältlich und soweit ich weiß auch gar nicht erlaubt, bieten aber trotzdem die gleiche Sicherheit, weil die Japaner da irgendwie besondere Methoden entwickelt haben, um diese Kondome herzustellen. Und die finde ich irgendwie besonders interessant, weil sie eine besondere Art der Gefühlsechtheit suggerieren. Also, dass man einer anderen Person oder im weiteren Sinne im Rahmen einer Residency oder so vielleicht einem anderen Land, einer anderen Kultur so nahe kommen kann, dass man das Gefühl hat, dass die Grenzen sich komplett auflösen. Aber trotz dieser Illusion, die man vielleicht gewinnt in so 3 Monaten oder so, bleibt halt immer noch irgendeine Barriere da. Also irgendetwas, das es dann am Ende verhindert, dass es tatsächlich einen bleibenden Austausch gibt, im Positiven wie im Negativen. Und diese Kondompackungen haben mich interessiert und die kommen halt auch in diesen tollen, die sind halt so schön glänzend und holographisch. Und man sieht, ich habe sehr viele gekauft und kombiniere ich hier mit Keramiken. Ich arbeite zusammen mit einem Keramikmeister in Tokio, der für mich nach meinen Vorlagen Platten anfertigt, etwa, also das ist jetzt eine Skizze in der Größe und diese Platten werden dann, also diese Tonplatten werden dann Aussparungen haben, in die jeweils 1 bis 3 von diesen Kondompackungen genau reinpassen, die dann eingelassen werden und die ich dann zusammen mit ihm glasiere. Und das Ganze, das werden dann Wandarbeiten, also irgendwie die Kombination von zwei sehr japanischen Handwerken. Eine Sache, die ich noch zeigen kann, denn so viel kann ich ja gar nicht zeigen, die Keramiken, die Platten sind ja vorbereitet, müssen allerdings 7 Wochen trocknen, bevor sie gebrannt werden können, wegen der Dicke der Platten, weil sie sonst im Ofen springen. Das heißt, die werden, wenn sie fertig werden, jetzt ganz zum Schluss fertig. Und eine kleine Sache, die ich zeigen kann, ist dieses Büchlein, das ich auf einer Antiquariatsmesse hier in Kyoto gekauft habe, das ist ein Buch wie mir übersetzt wurde, mit Zaubersprüchen aus der westlichen Welt, aber auf Japanisch. Und mich hat dieses Cover besonders interessiert mit diesen zwei grünen Skeletten. Und ich habe das kombiniert. Ich habe hier ganz viel Aquarelle gemacht, beziehungsweise mit Aquarellfarben experimentiert, weil ich dachte, ich möchte irgendwie dem Effekt dieser Glasuren, die ich am Ende auf diesen Platten mit den Kondomen erzielen möchte, nahe kommen und habe Aquarellfarben benutzt und die so ineinander fließen lassen, um so Skizzen zu haben, um mit dem Keramikmeister reden zu können, wie das genau aussehen soll. Und ich habe dann diese Skelette mit diesen Aquarelltests verbunden und dann sind diese Skizzen dabei rausgekommen, von denen ich 20, 30 gemacht habe.
wo ich auch noch nicht weiß, ob die, was damit wird, ob ich die mal zeige oder nicht, aber das ist so eine Sache, die jetzt schon mal so existiert als Ding.